Die Erholung hat gestern Abend an der Wall Street angefangen und setzt sich heute in gewisser Weise fort, aber die Kuh ist noch lange nicht vom Eis und in diesem Video will ich zeigen, was es braucht, damit die Kuh vom Eis ist, zumindest aus Sicht der Bullen. Da braucht es eine gewisse Voraussetzung, denn wir sehen auf der anderen Seite, dass die Profi-Investoren, die Dickfische, die haben sich jetzt massiv abgesichert, denn die wollen nicht komplett auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn da etwas schief läuft. Wir haben heute ja so einen Zwischentag. Die Märkte warten erstens auf die Fed morgen. Kommt da was in Sachen Tapering? Ja, nein. Und sie warten zweitens vor allem aus Aussagen aus Peking, seitens der Notenbank, seitens der Regierung, keine Ahnung von wem, aber jemand, der berufen ist, auf jeden Fall in China, sich zu äußern in Richtung Evergrande. Was wird da passieren? Wird da etwas passieren? Und dementsprechend ist es eben heute ein Zwischentag und dementsprechend sind auch die Aktienmärkte in einer Art der Zwischenposition. Man hat sich erholt, etwa von dem herben Abverkauf gestern. Man hat die Hälfte der Verluste wieder gemacht. Man hängt also sozusagen genau in der Mitte irgendwo fest und weiß noch nicht genau, wo man hinlaufen soll. Schauen wir uns die Chose mal an. Was wir hier sehen, sind die verschiedenen Verfallstage der letzten Monate. Und wir sehen immer um die Verfallstage herum, meistens dann der Montag drauf. Da ging es dann wieder schön nach oben, nachdem es in den Verfall zunächst mal Schwäche gab. Das war ja diesmal auch der Fall. Die Aktienmärkte am Freitag schon schwach. Der ganz große Rücksetzer, der kam dann allerdings erst am gestrigen Montag. Heute dann, wie gesagt, die Erholung. Und alle Rücksetzer wurden damals eben noch aufgefangen, praktisch an der 50-Tageslinie beim S&P 500. Der S&P 500 ist der absolute Leitindex, der bringt eine immense Marktkapitalisierung auf die Waage und ist deswegen auch viel bedeutsamer als etwa der Dow Jones, um das einfach mal noch zu erwähnen. Und die Amerikaner, die achten auf solche Sachen. 50-Tageslinie, 100-Tageslinie, das ist wirklich wichtig in den USA. Da wird gerne an solchen Marken gekauft oder eben, wenn sie gebrochen werden, verkauft. Gestern wurde mit Bruch der 50er Marke, 50-Tageslinie, dann eben verkauft. Dann ging der S&P runter, nämlich auf die 100-Tage-Linie, um dort dann wieder aufgefangen zu werden. Also wir sehen, das spielt schon alles eine gewisse Rolle. Hier sehen wir mal den S&P 500 und wir sehen hier die 50-Tageslinie, die würde aktuell bei etwa 4460 Punkten verlaufen, um und bei 80 Punkte über dem aktuellen Kursniveau. Da müssten die Bullen also den Index zunächst mal hinkriegen und auch beim besten wieder drüber kriegen, damit da die schon angesprochene Kuh vom Eis wieder sein kann. Aber sonst ist die ganze Geschichte noch ein bisschen angeschlagen. Hier sehen wir nochmal diese Rettungsaktion. Immer am 19. war der Tiefpunkt erreicht. Das ging dann wie an der Linie gezogen. Geradezu sprichwörtlich ging es dann immer wieder nach oben. Diesmal nicht. Diesmal ist also schon ein gewisser Schaden entstanden, der größer ist, der deutlich größer ist als all das, was zuletzt passiert ist. Es ähnelt so ein bisschen oder erinnert so ein bisschen an die Situation im März. Damals ging es auch mal kurz runter, aber dann wurde am nächsten Tag die Hälfte der Verluste wieder praktisch egalisiert, um dann am Folgetag, am Tag darauf, dann nochmal deutlich anzusteigen. Da wurde dieser Schaden also repariert. Jetzt haben wir heute etwa die Hälfte des Schadens repariert, aber die Hälfte liegt noch vor uns und die Frage ist, gelingt das? Dass wir uns erholen, ist jetzt kein fürchterliches Wunder. Wir sehen hier, wie Lance Robert das klar charakterisiert. Wir sind sehr, sehr stark überverkauft gewesen. Wir waren jetzt zwei Standardabweichungen unter dem 50er-Tagesdurchschnitt. Und auch so, Lance Roberts fühlt sich hier ein bisschen an den März Sell-Off erinnert. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Da waren wir ähnlich tief beim RSI und sind eben dann nach oben gelaufen. Also die Märkte waren damals auch überverkauft, um sich dann wieder deutlich zu erholen. Und ja, es gibt Furcht im Markt. Wir sehen hier den Fear and Greed Index bei 21. Da ist also durchaus eine gewisse Sorge da und das sehen wir auch an den Aktionen am Markt. Wir haben oben etwa das Put-Call-Volume-Ratio. Also da sehen wir die Puts, die gehen nach oben. Da besteht das Bedürfnis der Profi-Investoren, sich abzusichern. Hups, wenn das Ding jetzt doch den Bach runtergeht, doch weiter fällt, dann hätten wir ein Problem schon mit unseren Long-Positionen, die wir im Depot haben. Also müssen wir uns absichern, müssen Puts uns zulegen, damit wir da auf der Unterseite eine gewisse Absicherung haben. Und wir sehen auch, der Skew geht massiv nach oben. Das ist praktisch oder sind praktisch Optionen, die sehr weit aus dem Geld sind.
nämlich auf der Unterseite. Da würde man also erst praktisch dann profitieren, wenn es wirklich einen herben Abverkauf bis hin zu einem Crash geben würde. Aber auch da scheint es Bedürfnis zu geben, seitens professioneller Investoren sich dagegen zu versichern. Und versichern ist auch das Stichwort jetzt in Sachen Fed. Morgen, wie gesagt, ja die Entscheidung. Man wird wahrscheinlich seitens der Fed andeuten, oh, wir machen da ein bisschen Tapering, gell, aber werden jetzt noch keinen genauen Plan geben. Das wird wahrscheinlich dann im November passieren, schauen wir mal. Aber die Fed hat natürlich jetzt ein gewisses Risiko eingegangen, indem sie immer gesagt hat, wie die EZB das auch tut, Inflation ist transitory, gell? So transitory, dass sie praktisch immer noch der Fall ist, obwohl wir schon gedacht haben vor einem halben Jahr, sie wäre schon transitorisch vorbei gewesen. Jetzt ist sie halt immer noch da, aber dann ist sie halt bald vorbei, gell? Das ist auch nicht eine Frage des Zeithorizonts, den kannst du dann immer weiter verschieben und sagen, habe ich doch gesagt, wie gestern Isabel Schnabel, die gesagt hat, also völlig innerhalb unserer Erwartung mit der Inflation. Nein, nur wenn man sich die Erwartung vor 3 Monaten angeschaut hat, dann war die Erwartung doch eine andere, Frau Schnabel, und das gilt halt auch für die Fed. Und die Fed bekommt eben wie die Notenbanken insgesamt dann ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn die Inflation eben doch nicht so transitory ist, sondern mehr permanently. Das ist genau die Geschichte jetzt, die im Fokus der Märkte ist in den nächsten Wochen und Monaten. Die Glaubwürdigkeit der Fed, und diese Glaubwürdigkeit ist ja ein Stück weit auf die Probe gestellt worden durch die Aktionen von Robert Kaplan von der Dallas Fed und der Rosengreen von der Boston Fed, die ja beide fleißig spekuliert haben. Ja, also die waren am Markt aktiv, den sie praktisch ja massiv beeinflussen. Jetzt fordern erste Lobbygruppen oder sagen wir mal Institutionen, fordern jetzt den Rücktritt dieser beiden Fed-Mitglieder. Erstaunlicherweise waren das die zwei mit am hockigsten auftretenden Mitglieder der letzten Wochen und Monate. Also diejenigen, die gesagt haben, Mensch, wir müssen jetzt aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen, weil die Wirtschaft sich erholt, weil der US-Hausmarkt eben heiß läuft, da müssen wir schon was machen. Kommen wir nun zu China, meine Damen und Herren. Das war praktisch der erste Unsicherheitsfaktor. Was passiert morgen mit der Fed? Jetzt kommt der zweite. Was passiert mit den Chinesen und Evergrande? Hier die Bonds, die Anleihen, die sind jetzt unter 25% ihres Nennwerts gefallen. Das heißt, da hat man als Anleihehalter schon massivste Verluste erlitten und wird wohl das Geld auch nicht mehr wiedersehen. Das trifft jetzt auch immer mehr eben andere Immobilienentwickler in China. Das ist also kein Einzelfenomen. Und wenn wir uns jetzt mal die Fälligkeiten von Schulden anschauen, etwa bei Evergrande, dann sehen wir hier diese großen Balken. Die liegen zwischen März 2022 und Juli 2023. Das heißt, Evergrande war heute, wie Sie hier unten in diesem Artikel sehen, nicht in der Lage oder hat gestern genauer gesagt, mindestens bei 2 chinesischen Banken die fälligen Zinsen nicht bezahlt, wohl weil man nicht in der Lage dazu ist. Nun kommen die großen, dicken Pakete, die kommen erst zwischen März 2022 und Juli 2023. Das heißt, das, was Evergrande jetzt zurückzahlen muss, sind Peanuts im Vergleich dazu, was bald zurückgezahlt werden muss, nämlich ab März nächsten Jahres, etwa in einem halben Jahr. Und die Frage ist schon, wie soll das Unternehmen das schaffen, wenn es nicht praktisch komplett ausgebailt wird durch die chinesische Regierung. Wir sehen, dass passenderweise BlackRock und Fonds von HSBC sich da nochmal investiert hatten in diese Turbulenzen oder kurz vor diesen Turbulenzen. Also da ist man auch nicht so wahnsinnig viel schlauer. Wie es ausschaut, wenn wir uns mal den gesamten Immobilienentwicklersektor anschauen, dann sehen wir das typischerweise, was wir bei Evergrande auch gesehen haben, der Großteil dieser fälligen Zahlungen eben im Jahr 2022 und Jahr 2023 ist, dann nimmt das ein Stück weit ab, aber 2021 ist eigentlich relativ harmlos. Wir sehen aber, dass gleichwohl der erste und zweitgrößte Immobilienentwickler Chinas jetzt schon stolpert, obwohl insgesamt die Belastung noch harmlos ist. Wir können uns vorstellen, dass auch in den Bilanzen anderer Immobilienentwickler in China da die eine oder andere Bombe wohl noch versteckt sein könnte. Schauen wir uns mal hier den sogenannten Kreditimpuls an, also praktisch das, was fiskalisch und seitens der Notenbank gemacht wird in China. Der war ja deutlich rückläufig und Andreas Deno Larsen zeigt, dass es einen doch in den vergangenen Jahren zumindest sehr eindeutigen Zusammenhang zwischen Immobilienpreisen und eben dem Kreditimpuls gab in China. Diese Korrelation hat ein bisschen nachgelassen, aber es ist auf jeden Fall so, dass natürlich hier
ein stärkerer Kreditimpuls dann auch zu mehr Hebelung führt. Genau das ist ja das Problem, was wir in China sehen. Diese immense Hebelung, die da der Fall ist, Schuldenhebelung. Insgesamt sehen wir aber, dass die Verflechtung zwischen China und den USA massiv abnimmt. Wir haben jetzt etwa im Jahr 2020 etwa die bilateralen Tech-Investments deutlich rückläufig gesehen, 96% tiefer als vor 5 Jahren. Da sehen wir also praktisch eine Entflechtung, eine Deglobalisierung bei den beiden Supermächten dieser Welt. Wenn die sich entkoppeln, dann wird sich auch ein Stück weit die Restwelt entkoppeln. Das ist gar nicht zu verhindern. Und entkoppeln ist genau das richtige Wort, nämlich in Sachen Lieferketten. Wir haben heute den Philifed Non-Manufacturing Regional Business Activity Index bekommen. Bekannter ist der Manufacturing Philadelphia Fed Index, also wo es ums Gewerbe geht. Hier geht es um Dienstleistungen. Und hier waren ein paar interessante Sachen dabei. Nicht nur, dass die Preise ein bisschen weiter gestiegen sind, vor allem die Inventories, also die Lagerhaltung mit -6,3. Ich kann mich nicht erinnern, mal so einen Wert gesehen zu haben. Das heißt, die Lager sind leer. Die Firmen haben keine Vorbevorratung mehr. Denen fehlt sprichwörtlich die Ware, die sie dann auch verkaufen können. Und dementsprechend sehen wir, der Zukunftsoptimismus ist deutlich gesunken. Klar, wenn ich sehe, dass meine Geschäfte schlechter werden, schlichtweg schon, weil ich keine Ware habe, dann habe ich da natürlich ein riesiges Problem. Und in Sachen Energie, Inflation, das kommt jetzt noch oben drauf, eben diese ganze Energiethematik, Energiekrise, wie ich das immer wieder bezeichne. Wir haben etwa die Strompreise in Italien, sind alleine in der letzten Woche 17,4% gestiegen, haben sich im Grunde verachtfacht seit einiger Zeit. Also das ist schon massiv. Jetzt haben zum Beispiel in UK, in Großbritannien, da haben einige Stromfirmen gesagt, wir nehmen jetzt keine neuen Kunden mehr an, weil wir die gar nicht mehr beliefern können. Also da sieht man, wie krass die Dinge derzeit sind. Und all das wird auch ein Thema sein am Donnerstag, 18.30 Uhr, meine Damen und Herren, im Rahmen von Boom und Bust. Sie kennen dieses Format hoffentlich. Das andere Triell haben wir es diesmal genannt, kurz vor der Wahl, mit Stefan Risse, meinem Kollegen Roland Ulrich und Icke. Wollen wir solche Themen diskutieren wie Fed, wie Evergrande, wie Inflation, also das, was die Welt im Innersten zusammenhält, das werden wir da praktisch thematisieren. Und das wird bestimmt auch einigermaßen entertainmentmäßig anzuschauen sein. Und abschließend noch der Hinweis, jetzt eben die große Frage, was passiert morgen? Passiert da was morgen in Sachen Evergrande? Und mein Kollege, der Wolfgang Müller, hat sich da sehr intelligente und tiefgehende Gedanken gemacht, was jetzt für die Chinesen auf dem Spiel steht, wie sie wohl entscheiden werden. Ich werde diesen Artikel unter das Video wieder verlinken. Es ist ein sogenanntes Must-Read. Muss man lesen. Also unter dem Artikel ist es verlinkt. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und dann sehen wir uns hoffentlich in alter Frische morgen früh. Bis dann, Servus und Ciao.